Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Okay, ja, es sind Jungdrachen auf dem Weg hierher. Das können wir dann auch gleich lösen, wenn wir schon hier sind. Aber erst einmal die Aufträge abgeben. How do you do? Für gelingt dir zu, gute Jagd, hoffe ich. Was kann ich für dich tun? Für Männer wird niemand mehr belästigen. Hier ist ihr Kopf. Man fragt sich, was sie gestanden, wie sie gefahren ist. Schön, dass die Angelegenheit ein Ende hat. Hier ist dein Kopfgeld. Okay. Sonst noch etwas? Gehlen Dalgard wird niemand mehr versklaven. Ich bringe seinen Kopf. Das dürfte einige Seelen helfen, besser zu schlafen. Hoffentlich bringt es unserem Auftraggeber ein wenig Frieden. Hier ist die Bezahlung. Ich fordere das Kopfgeld für Devon. Ah gut, hier ist das Kopfgeld. Kapitän Murabi ist Geschichte. Ich würde wetten, dass gerade ein valianischer Captain ein Loblied auf dich anstimmt. Nur denn hier, wie versprochen. So, Sachen haben sich geändert. Mal gucken. Kopfgeld abgeschlossen. Kopfgeld für Galen Dalgard ist abgeschlossen. Es haben sich Sachen in der Burg getan. Lavendel und Lauge abgeschlossen. Palegina kehrt mit Erfahrung Gegenstände zurück zur Festung. Devon Kopfgeld abgeschlossen. Ringfinger hinzugefügt. Die Quest läuft in 3 Tagen ab. Kopfgeld abgeschlossen. Kapitän Murami. Steuern eingetrieben. Ging an Banditen verloren. Wurde verdient. Yay. Ja, gemeinsam mit 5 anderen Söldner aus dem östlichen Abschnitt begab sich Palegina als Passagier an Bord eines harmonischen Langschiffs. Schnell und voller bewaffneter Seeleute geriet das Schiff bei der Jagd nach Tamas Entführern regelmäßig in Konflikte mit Piraten. Schließlich entdeckten Palegina und die Besatzung die valianische Karavelle, an deren Bord Tama sich befand. Sie konnten das Schiff überholen, bevor es das offene Meer erreichte. Mit Enterhaken und einer gehörigen Portion Akrobatik enterten die Söldner und harmonischen Seeleute die Karavelle. Mit Palegina im Schlepptau. Der Kampf an Deck des Schiffs war so intensiv, dass man vor lauter Pistolen Rauf, Freund und Feind nicht auseinanderhalten konnte. In dem verwirrenden Nahkampf stand Palegina plötzlich dem Piratenkapitän gegenüber. Sie begann zu ringen, doch in diesem Moment stieß das Langschiff gegen die Karavelle und brachte sie zum Schwanken. Der Kapitän rutschte das Deck hinab und wurde von einer schlecht gesicherten Kanone über Bord geworfen. Als sie sah, wie ihr Anführer in den Wellen versank, ergaben sich die übrigen Piraten rasch oder tauchten ins Wasser, um zu einer nahegelegenen Insel zu fliehen. Bei Tamas Rückkehr veranstalteten seine Freunde und seine Familie ein riesiges Festmahl zu Ehren von ihm, Palegina und allen anderen, die geholfen hatten, ihn zu retten. Ein Lavendelkranz für den Kopf. Beruhigend und ärgerlich. Charaktere treffen selbst erkrankt, okay. Und er. Wenn ein Charakter erkrankt, werden all seine Attribute um 1 reduziert. Tapferkeit und Wille werden. Um 10 reduziert. Okay. Also wenn Charakter damit trifft, dann ist der Gegner erkrankt. Oder wie? Ringfinger. Auf jeden Fall haben wir viel mehr Geld jetzt wieder. Was sagt die Quest denn? Nithin war ein glanfantaischer Mörder, der berüchtigt für seine Brutalität war und für seine Fähigkeiten, immer wieder der Gefangennahme durch die besten Jäger der Stämme zu entgehen. Als er endlich gefangen genommen und hingerichtet wurde, begrub man mal seine Leiche in einem geheimen Ort bei Kleaban Rilak. Ein Rio hatte diese ungewöhnliche Empfehlung abgegeben, in der Hoffnung, dass die ingvitanische Ruine die Seele des Mörders einfangen und zu ihrer Rückkehr das Rad verhindern würde. Während eines Säuberungsfestes stolperte vor kurzem ein orleanisches Mädchen über Nittens Grab. Nicht ahnend, was sie da gefunden hatte, berichtete sie ihren Eltern davon.
Diese hatten schnell die Vermutung, es müsse sich um das Grab des Mörders handeln und erzählten anderen Stammesmitgliedern davon. Innerhalb eines Tages wurde Lides Grab von einigen törichten Glafantanern geplündert und die Leiche zu rituellen Zwecken fortgetragen. Zurück blieb nur der Ringfinger der rechten Hand. Die Amanfate verbieten die Herstellung von Reliquien aus Lidens Leiche und belohnen den, der sie wieder beschafft. Oh, Hivarias ist gerade beschäftigt. Aber das läuft ja eh erst ab, wenn Hivaria, also nicht ab, bis Hivarias wieder da ist. Sind ja genau 3 Tage. So, jetzt will ich ja Yes. aber wissen, ob du noch mehr Well Quests met, für uns friend. hast. Gut, Jagdhobby, was kann ich für dich tun? Was gibt es für Kopfgelder? Du hast einige gefährliche Feinde ausgeschaltet. Beeindruckende Arbeit. Die Gestanden wissen, dass sie sich auf dich verlassen können. Ich habe noch mehr für dich, wenn du dir noch einmal die Hände schmutzig machen willst. Okay, er hat noch was für uns. Mal sehen, es gibt eine Bande von Zauberern, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Dann haben die glafantanischen Stämme einen weiteren Auftrag zu vergeben. Und der letzte ist knifflig. Hast du schon mal mit einem Vidrak gerungen? Ich will mehr über den Zauberer wissen. Also, was haben wir hier? Ah, da. Hat wohl jemand die Dominance verärgert? Hochankarnistin Isli. Sie und ihre Clique von Zaubern haben sich im Turm in Erbhügel verschanzt. Oh, da müssen wir wieder nach Erbhügel in den Turm. Wir wollen die Glafantaner erledigt haben. Das Kopfgeld für Narok, den Propheten, einen im Exil lebenden Glafantaner, wurde wegen seiner nun extremen Absichten von seinem Stamm verstoßen. Narok ist ein Medium und erscheint sich für eine inquitalische Städte nördlich von Goldtal zu interessieren. Zieland Liss. Mehrere Stämme haben zusammengelegt, um ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen. Sie sagen, er dürfe auf keinen Fall an einer Maschine dort herumfuschen. Ich amüsiere mich mit dem Vitrak. Nun, einer ihrer Exarchen, dieser Serkal, ist mit einigen seiner Verwandten an der Perlusklippe aufgetaucht. Dieses Angebot ist nicht unterschrieben, aber irgendjemand will ihn offenbar nicht dort haben. Dann lebt wohl. Hocharkanistin Isli. Narok der Prophet. Und das letzte Kopfgeld ist Serkal. Wie sieht's mit unseren Leveln aus? Oh, wir machen schon gut was hin. Alofreich erreicht das erste sein Level ab. Vor mir, was ich komisch finde. Wahrscheinlich daran liegen, dass ich ihn auf so viele Nebenquests geschickt habe. Also gut. Dann werden wir jetzt Jungdrachen verkloppen. Erstmal gucken wir in unseren Kuriositätenladen, da bin ich neugierig drauf. Dann werden wir Jungdrachen verklopfen. Und dann sehen wir weiter. I must say, I'm impressed. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, ja. Ich meine, unsere ganze Festung ist jetzt vollständig ausgebaut. Hat auch so gut wie die maximale Sicherheit erreicht. Also Sicherheit und Prestige. Da ist mein Rauteilinienbrecher mit einem großen Knüppel. Na, mal gucken, was für Kuriositäten hätten wir denn hier? Wobei, waren wir nicht schon im Kuriositätenladen? Ja, stimmt, im Kuriositätenladen waren wir schon, den haben wir leer gekauft. Das war die
Magieschmiede, wo wir noch nicht drin waren. Oder? Oder waren wir im Gemischtwarenladen noch nicht? Ich glaube, wir waren in der Magieschmiede noch nicht. Müsste ich ja leicht nachgucken können. Ich denke mal, der Lock zeigt doch Zeug an, oder? Ja, Magieschmiedebau begonnen. Bau der Magieschmiede abgeschlossen. Okay, die Last thing the deer would need is another foreign colony. Alle der Magieschmiede, genau, da wollten wir hin. Die sieht wie etwas aus einem ätherischen Trinkspiel aus, bei dem ihre Flaschen mit Wasser, eine aber mit hochkonzentrierten Sonnenriedlikör gefüllt sind. In dieser Kiste poltern Federn, Zahnräder und Drähte herum. Auf ineinander verschlungenen Ringen sind merkwürdige Symbole eingraviert. Sie gleiten mit einer Folge leiser Klickgeräusche übereinander. Welcome! Seien Sie gegrüßt, meine Fürstin! Hier finden Sie nur die raffiniertesten Apparate, Öle, Fallen und verzauberten Sachen. Alles, was man zum Fesseln und Frustrieren seiner Feinde braucht. Möchten Sie einen Blick drauf werfen? Na, dann zeig mal her. Wow. Sperrfeuerfallen. Und mehr hat er nicht zu bieten. Gut. Amazing. You could fit a whole village in here. Fantastisch, wir würden ein ganzes Dorf reinpassen. Na, wir haben ja Unterkünfte und so weiter, Baracken und alles und einen Irrgarten. Okay, jetzt töten wir Jungdrachen. So, Jungdrachen mit jeder Menge Zauber. So, das waren sicherlich wieder ein paar Verluste. I must say, I'm impressed. Ja, wir haben die Hälfte, mehr als die Hälfte unserer Leute verloren. So, zwei fehlen noch, der Scharmützelbogenschütze und der Rauteilinienbrecher. So. Gut, dann können wir jetzt wieder übernachten, wieder mit
Athletik und Verfassung. Also wir haben Zilantlis, wir haben Erkpügel und wir haben die